Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe, wo wir heute die Sammeltour haben. Wir fangen mal beim Fluss der Veränderung an. Ich will jetzt heute alle restlichen Früchte einsammeln. Es gibt glaube ich sogar noch einen Anzug, der sich irgendwo verbirgt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich hier auf jeden Fall schon einen Plan. 30 Flügel. Obwohl, sagen wir mal 50 Flügel, 50 Wasser sollte reichen. Vielleicht 60 Wasser, weil bei dem einen ein Wasservieh im Wasser war. So. Wir haben hier immer im Wasser eine Pflanze. Ich weiß noch, dass hinter dem einen Stein noch welche waren. Wir müssten also hier die Bomben holen. Da ist wahrscheinlich das Windvieh wieder. Und wir haben hier eins im Wasser. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst ins Wasser. Holen hier die Frucht. Bringen hier, was auch immer da steht, um. Hier scheint auch noch sich irgendwas zu verstecken. Ah, okay, das ist viel. Kann ich ignorieren. Das Ding kann ich aber nicht ignorieren. Das würde mich übelst nerven. So. Und wie gesagt, wir bringen jetzt erst um, was auch immer hier an Land ist. Damit ist nicht behindert. Wie auch immer jetzt einer draufgegangen ist. So. Das bringt jetzt mal eben kurz an Land. Bringt es zum Schiff zurück. Die dürfen sich mal den einen Pikmin zurückholen. Ich müsste da einmal drauf. Ich muss mich nicht mal in drei Gruppen aufteilen. Ich habe auch einen Plan, was ich mache, sobald ich alle Früchte eingesammelt habe. Es gibt ja noch diese Motivierdinger. Ich pausiere dann immer die Aufnahme, nachdem ich hier das eingesammelt habe, was ich einsammeln wollte. So, das ist tot. Einsammeln brauche ich es nicht. So, ihr sammelt jetzt hoffentlich alle Bomben ein. Nein, warum denn auch? Da sollt ihr alles einsammeln. Ihr sollt ihr nicht einzeln mitnehmen. Wenn ich euch einmal losschicke, dann sollt ihr direkt alles mitnehmen. Ich kann übrigens nicht versprechen, wie lang die Folge wird. Auf jeden Fall, was ich versprechen kann, ist, dass ich jetzt hier diese Wand aufsprenge. Kaboom. Geh kaputt. Und da ich noch eine Bombe übrig habe. Kabumsal! Hasta la vista! Ich hab Sprengmeister. Ja, hier, das können die Flügelpigments machen. Das können mehr Flügelpigments machen. Danke sehr, dass man immer zweimal losschicken muss. Ja komm, den Rest können die Flügelpigments dort machen. Jetzt muss ich das Vieh umbringen. Ich wollte eigentlich anfangs nicht gegen es kämpfen. Aber ich habe aus Versehen meine Kapitäne reingeworfen. So, jetzt ist mir aber auch wirklich egal, wer von euch das mitnimmt. Hauptsache, es kommt weg. So. Fertig. Und jetzt holen wir das letzte Objekt der Begierde und danach heißt es einfach die Früchte mitnehmen und Motivieräfte farmen, weil die werde ich beim letzten Boss definitiv brauchen. Der letzte Boss ist nicht zu unterschätzen. Wärst du da jetzt in das Netz geflogen, ne?
So, tötet es mal bitte. Das ist der Punkt, wo die Flügel-Pigments wieder unnötig sind. So, jetzt gehe ich hier voraus. Weil ich irgendwie die Vermutung habe, dass da was ist, was da nicht hingehört auf dem Weg. Bevor mir hier meine Pigments weggefressen werden. Die sind doch bestimmt wieder... Da. Da ist noch so eins. Wusste ich's doch. Ja, Leute. Und jetzt haben wir alle Früchte gefunden. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Skip, bis wir fertig sind. So, Leute. Der Tag ist rum. Ich habe noch ein bisschen Saft gesammelt. Zwei neue Früchte sind dabei. Schnell vorspulen. Wir brauchen nicht normale Schönheitsideal, was die Böhne ist. Und Saftcontainer. Ich glaube, das war eine Aprikose. 25 Arten haben wir jetzt. Ja, das sollte einer Mecha-Kompagnane helfen. Wegen dieses Kreuz von Hokotate haben wir jetzt alle eine kleinere Ration. Das gilt besonders für den Kapitän. Unsere Vorräte müssen noch ein Weilchen reichen. Die reichen... die würden für mich für ein Jahr reichen. So, Leute, wir sehen uns auf dem zweiten Planeten da. Wir nehmen als zweites den Planeten, den... Ach, Planeten. Die Stelle, wo ich letztes Mal schon vorbereitet habe. Ja, jetzt kommen nur noch so Basic-Infos über die Pigments oder was die erlebt haben. Die braucht man nicht vorlesen. So, Leute, der Garten der Begegnung ist dran. Wir machen jetzt hier zwei Gruppen. Wir, einen lasse ich hier, weil ich nur zwei Leute brauche. Ich teile die jetzt schon auf. 25 von den gelben und 25 von den Flügel-Pigments. Weil ganz ehrlich, alles, was die blauen benötigt, habe ich schon erledigt. Und sollte ich Fels-Pigments brauchen, dann komme ich einfach mit denen normal. So. Die Gruppe. Ich glaube, das ist auch die Gruppe, wo ich zwei brauche. Ist jetzt hier ums Eck herum. Da, wo die Frösche normalerweise sind. Und dann hier rein. Ich lasse die hier immer stehen. Neben Brittany. Und auch hier hole ich mir dieselbe Gruppenanzahl. Bringen sicherheitshalber den da um. Hab keinen Bock auf Risikos. Warum auch immer ich immer wieder hier hüpfen kann. So, und dann bewege ich die schon mal dahin. Und hier machen wir jetzt erstmal das Rätsel. So, wie ihr euch denken könnt. Ein Kapitän muss... Also einmal muss hier mehr Gewicht hin. Um da das höher zu machen. Natürlich müssen wir aber auch erst einmal hier drauf. Ich glaube, ich brauche hier eh alle drei. Also mache ich mal das hier zuerst. Ist mir gerade erst aufgefallen. Ich lasse die sich mal alle da drauf gammeln. Dann kann ich das hier in Ruhe absammeln. So, ihr macht das. Ihr kommt ja wieder hierhin zurück. Außerdem, ihr könnt fliegen, euch ist die Schlucht eh egal. Ein gelbes Pigment hatte sich da drauf verirrt. Kommt ihr mal? Hier bin ich. Ja, das Fruchtspam, das macht er immer, wenn so eine Kugelfrucht ist. Der braucht ein Weilchen, um das ganze Ding abzusammeln. Und ich gehe jetzt zu meinem früheren Plan zurück und mache erst das eine Teil. Und komme dann nochmal mit einer Flügelarmee und... Nee, wir bleiben echt mal bei Flügelarmee. Und holen dann das Teil. Ich brauche hier offenbar alle drei Kapitäne.
Irgendwie jedes Mal, wenn ich die auftimen will, funktioniert das nicht so ganz. Also jetzt funktioniert das nicht. Bei den vorherigen Episoden, beispielsweise bei der 7. glaube ich, da ging das super. Aber hier... Jetzt die A-Taste spam. So, und das ist auch der Grund, warum ich mir die Gelben mitgenommen habe. Gewicht muss darüber. Alles darüber. Verdammt. Komm her. Ich muss dich nochmal da hochwerfen. So. Jetzt nochmal. Ich muss da mehr Gewicht haben als dort. Ein paar fallen auch schon runter. So, ich hoffe, der Captain fliegt jetzt genau darüber. Perfekt. Macht am besten mal das Tor kaputt. Durch Zufall entdeckte ich einen Mechanismus, doch zu zweit können Louis und ich ihn nicht bedienen. Unser Arbeitgeber, der Präsident von Dokotado Fragt, ist im Urlaub und unerreichbar. Obwohl uns der Urlaub gestrichen wurde, wir damit für diesen Planeten erkunden. So. Ich wollte nur mal kurz demonstrieren, dass das nicht funktioniert. So, hier alles drauf. Obwohl, nee, da oben muss ich alles drauf. Nicht da hoch. Okay, da wurde irgendeine Update-Datei vollendet. Und ich hoffe einfach nur, dass die hoch genug fliegen. Alf, teil dich auf. Die müssen da hoch. So, das muss runter. Jetzt einmal kurz die ganze Armee da drauf werfen. Einmal einfach nur, dass es unten bleibt. Und jetzt kann ich endlich die Frucht absammeln. So, und jetzt kann man noch einen Larry machen. Einmal einen von denen nehmen. Drauf. Den nehmen. Armee runter. Als ich das letzte Mal auf diesem Planeten war, habe ich genug Schätze mitgebracht, um meinen Arbeitgeber von seinen Schulden zu befreien. Warum bin ich jetzt also wieder hier? Aber gut, hilft ja alles nichts. Ich kann nur versuchen, das Schiff so schnell wie möglich zu bergen. So, und jetzt sehen wir uns bei der Riesenkrabbe wieder. So, Leute, jetzt sind wir bei der Riesenkrabbe. Also da, wo sie auftaucht. Sind sogar zwei, glaube ich. Ich gönne mir auf jeden Fall jetzt den Saft. Und mache direkt Attacke. So. Und Vergewaltigung.
Jetzt das zweite Viech. Ach nee, das war eins in einem. So, die können sich gönnen. Und jetzt gönne ich mir halt wieder mal diese Motivierfrüchte. Klubschgreifer, sein Bauch ist ein schwacher Punkt, greift seine Augen an, fällt auf den Rücken. So, und mehr ist hier eigentlich auch nicht zu finden. Jetzt gibt es noch die Kleinen, die hier rumgammeln. Die können aber natürlich wenig machen. Gegen Gegner, die fliegen. So, dass du hier bist, das habe ich nicht vergessen. Gönne ich mir natürlich. Und Abtransport. So, und jetzt sehen wir uns wieder, sobald wir hier fertig sind. So, Leute. Der Tag ist jetzt auch rum. Ich habe noch eine Frucht gefunden, nämlich die, die ich letztes Mal vergessen habe, bei der Zwiebelkrabbel einzusammeln. Ich habe wieder ein paar Motiviersäfte noch dazu geholt und abgesehen von den Felspigmenten habe ich jetzt alles auf 200 schon gepusht. Also ich habe auch noch die Viecher nebenbei eingesammelt. Ich mache jetzt einfach Tag beenden. So, wir machen einen Zweiteiler daraus. Also es gibt jetzt zwei solche Sammelfolgen. Jetzt einmal halt die heutige. Ja, einmal den Nachtkugelschwarm, also Weintrauben, goldener Globus, die Orange, ja, Sternfrucht. Und Reptilienei, ich glaube, das war eine Guave, bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben, allein weil es bei der einen noch 11 Früchte werden, dachte ich mir schon, dass das ein Zweiteiler wird. Ja, und wie gesagt, die machen jetzt nur Berichte über die Pigments an sich. Beispielsweise über die Flüge-Pigments, was die so besonders macht, oder die blauen Pigments. Also wir brauchen uns die Berichte jetzt nicht mehr anzusehen. So, und beim nächsten Mal machen wir die Eisöle der Verwirrung nochmal und holen da die restlichen Früchte. Und dann beim Wald des Anfangs. Wir werden auf jeden Fall erst die Eisöle machen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis dann.